rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 14, Beratung der Unterrichtung durch die Deutsche Welle zu Ihrem Entwurf der Aufgabenplanung 2022 bis 2025. Irgendwann stoppe ich die Uhr, wie schnell Sie es schaffen, die Sitze zu wechseln. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache und das Wort erhält Erhard Grundel für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Frau Staatsministerin Roth, großes Potenzial weckt große Erwartungen. Dieses Zitat wird, soviel ich weiß, Carlo Ancelotti, dem aktuellen Trainer von Real Madrid, zugeschrieben. Die Deutsche Welle hat viel Potenzial. Und ja, von der Deutschen Welle kann man auch viel erwarten. Und es wird auch viel erwartet. Die Deutsche Welle ist in beeindruckender Weise gewachsen, von ca. 290 Millionen wöchentlichen Nutzendenkontakten auf über 400. Sie hat inzwischen Redaktionen in Subsahara-Afrika, Asien, Lateinamerika, der arabischen Welt, den GUS-Staaten, Europa und der Türkei. Die Deutsche Welle sendet in 32 Sprachen. Und sie hat damit auch inhaltlich an Bedeutung gewonnen. Entsprechend gut wird die Deutsche Welle finanziell ausgestattet. Im Haushalt 2022 sind über 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Und dennoch stelle ich eine gewisse Unwucht in ihrer Aufgabenplanung fest. Es werden drei strategische Unternehmensziele formuliert und priorisiert. Erstens, die Deutsche Welle steigert ihre Reichweite. Zweitens, die Deutsche Welle erhöht die Relevanz ihrer Angebote. Und drittens, die Deutsche Welle stärkt den Dialog. Genau in dieser Priorisierung liegt die Unwucht. Unsere Erwartung, die sich auch in dem heute hier beschlossenen Antrag zur Unterstützung der Ukraine widerspiegelt, beschreibt kein unternehmerisches Wachstum. In dem Antrag wird die Erwartung formuliert, dass die Deutsche Welle weiter ihren Beitrag leistet gegen die Desinformations- und Propagandakampagnen Russlands. Und zwar in einem großen Beitrag Pressefreiheit, so heißt es im Antrag, von zentraler Bedeutung für die Wehrhaftigkeit von Demokratien. Darum wird die Deutsche Welle weiter zusätzliche Mittel erhalten, um ihre, und ich zitiere nochmal, Programminhalte in Russland und Belarus senden zu können und so einen aktiven Beitrag gegen Desinformation zu leisten und den Aufbau von freien russischsprachigen Medien und Medieninhalten in Zusammenarbeit mit der Ukraine und anderen europäischen Partnern zu unterstützen. So der Antrag. Das sind bedeutende, demokratierelevante Aufgaben. Aufgaben, und davon bin ich überzeugt, die die Deutsche Welle ausfüllen kann. In der Vorhabenplanung der Deutschen Welle werden richtigerweise als Schwerpunktthemen Freiheits- und Menschenrechte, Demokratie sowie der Kampf gegen Terror, Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus genannt. Umso schwerer wiegen die Antisemitismusvorwürfe in der Middle East-Redaktion, die im letzten Jahr bekannt wurden. Zwar kommt der Prüfbericht vom Februar zum Ergebnis, dass struktureller Antisemitismus in der Middle East-Redaktion nicht festgestellt werden konnte. Allerdings zeigt er auch deutlich, dass es Strukturen gibt, die diese Entwicklung befördert haben. Etwa der tiefergreifende Veränderungsprozess der Deutschen Welle um die Erhöhung ihrer Reichweite als oberste Priorität. Wenn es im Prüfbericht von Leuthäuser Schnarrenberg und Masur heißt, es scheint zu wenig Priorität auf die Verkörperung der Werte der Deutschen Welle gelegt worden zu sein, dann ist das sehr ernst zu nehmen. Denn die Verbreiterung der Reichweite darf nie zu Lasten des öffentlichen Auftrags der Deutschen Welle gehen. Von der Spitze der Deutschen Welle erwarten wir weiterhin eine umfassende Aufarbeitung der Vorwürfe, die Entwicklung wirksamer Strategien zur vorbeugenden Bekämpfung von Antisemitismus in den betroffenen Redaktionen und eine umfassende Evaluierung der Maßnahmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Aufgabenplanung der Deutschen Welle zeigt aber auch, warum wir berechtigterweise große Erwartungen in das Potenzial der Deutschen Welle haben können. Sie hat beispielsweise dazu beigetragen, das Informationsvakuum in Russland und Belarus zu kompensieren. Das Fernsehen ist in beiden Ländern die wichtigste Informationsquelle für die Bevölkerung. Und sowohl in Russland als auch in Belarus sind die staatlichen Fernsehsender williger Teil der Propagandainstrumente der Diktatoren Putin und Lukaschenka.
Außerdem wird in beiden Ländern auch im digitalen Raum ein freier Informationsfluss durch Desinformation und Zensur erschwert oder unmöglich gemacht. Umso wichtiger ist hier die Stärkung von unabhängigem, kritischem Journalismus. Gerade im Angesicht des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich die Deutsche Welle profiliert als verlässliche Berichterstatterin und als Partnerin für die Stärkung von Journalistinnen vor Ort. Meine Damen und Herren, nichts fürchten die Diktatoren dieser Welt so sehr wie Kunstfreiheit, Pressefreiheit und unabhängigen, unerschrockenen Journalismus. Der russische Diktator Putin ist so gesehen nur einer in einer Reihe. Wladimir Putin hat Desinformation zur Waffe gemacht, wie es Barack Obama kürzlich formuliert hat. Allerdings hat die demokratische Welt gegen diese Desinformation eine stärkere Antwort. Gut recherchierten, faktenbasierten Qualitätsjournalismus. Er ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren und die Wehrhaftigkeit von Demokratien. Ich danke deshalb den Mitarbeitenden der Deutschen Welle für ihren bemerkenswerten Einsatz. Und erlauben Sie mir am Ende einen persönlichen Dank an Rachel Stewart und ihr Team für die Deutsche Welle-Sendung Meet the Germans, eine wunderbare Möglichkeit für uns alle, in jeweils kurzen 5 Minuten mal sehr intensiv in den Spiegel zu schauen. Einigen würde es nicht schaden. Vielen Dank. Und das Wort erhält für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Marco Wanderwitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Deutsche Welle, über die wir heute hier sprechen, ist unser Auslandsrundfunk, steuerfinanziert, und im Deutsche Welle-Gesetz sind die Grundsätze und Ziele definiert, was wir ja als Gesetzgeber beschließen. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir neben den Gremien der Deutschen Welle uns als Parlament regelmäßig mit der gesetzlich vorgesehenen Aufgabenplanung befassen. Im Deutsche Welle-Gesetz ist niedergelegt unter anderem, dass wir und dass die Deutsche Welle das repräsentieren soll, eine europäische Kulturnation sind, ein freiheitlich verfasster demokratischer Rechtsstaat, dass es um Austausch gehen soll, dass es natürlich um die Förderung der deutschen Sprache gehen soll, dass es unabhängige Meinungsbildung, umfassende und wahrheitsgetreue Berichterstattung, sachlich, qualitätsjournalistisch sein soll. Und alles das tut die Deutsche Welle seit vielen Jahren in herausragender Weise. Und das unterscheidet sie von einer Vielzahl ihrer Wettbewerber. Nicht von allen, Gott sei Dank. Es gibt auch Wettbewerber aus der freien Welt, mit denen wir im Geleitzug unterwegs sind. Aber es gibt eben auch klassische Auslandspropagandasender. Und das ist die Deutsche Welle nie gewesen. Und das ist auch nicht ihr Auftrag. Die Aufgabenplanung 2018 bis 2021 war ziemlich ambitioniert. Sie ist in so ziemlich allen Punkten erfüllt oder übererfüllt worden. Auch das gilt es heute, wenn wir über die neue Aufgabenplanung sprechen, festzuhalten. Die neue ist wieder ziemlich ambitioniert. Aber ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich dem Dank des Kollegen Grundl auch für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion anschließen. Peter Limburg, der Intendant, ist wieder bei uns, wie jedes Mal, wenn wir diese Debatte führen, so wie er auch regelmäßig uns im Kulturausschuss und auch in den anderen zuständigen Ausschüssen, die Deutsche Welle ist ja in den Haushalten auch des Auswärtigen Amtes und des BMZ abgebildet. Also, lieber Herr Limburg, Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer nicht ganz einfachen Aufgabe. Die letzte Aufgabenplanung hat 2018 sich vorgenommen, dass wir 2021 bei 210 Millionen wöchentlicher Nutzerkontakte stehen wollten. Geworden sind es 289 Millionen, also deutlich mehr, Reichweite erheblich gesteigert, und zwar ja auch im Internet, aber auch im klassischen TV- und Hörfunkbereich. Jetzt ist das Ziel 400 Millionen wöchentliche Nutzerkontakte, also noch mal 100 Millionen mehr. Ich bin ziemlich sicher, dass das mit dem, was in der Aufgabenplanung niedergelegt ist, gelingen kann. Vor allen Dingen dann, wenn das, was einer der Schwerpunkte der letzten Aufgabenplanung war, nämlich der Umbau zu einem digitalen Medienunternehmen, was erfolgreich begonnen ist, weiter fortgeführt wird.
Und wenn die Deutsche Welle vor allen Dingen das weiterhin tut, Kollege Grundl hat es ebenfalls schon angesprochen, nämlich wofür sie bekannt ist, ihre Sprachenvielfalt weiterhin zu hüten und zu fördern. Ja, vor allen Dingen auch die deutsche Sprache, aber vor allen Dingen aber eben auch das Englische, die Lingua Franca unserer Zeit, die viele Millionen Menschen sprechen. Und deswegen war es wichtig und richtig, dass es gelungen ist, dass die Deutsche Welle Breaking News fähig im Englischen geworden ist und damit ihren Wettbewerbern, insbesondere der BBC, gleichberechtigt. Aber es geht natürlich auch um die vielen Regionalsprachen, beispielsweise auch in Afrika. Und es geht auf die Schwerpunktsetzungen, die in den letzten Jahren gelegt worden sind und die sich insbesondere in dem Teil der Aufgabenplanung finden, wo es ums Geld geht. Erstmal das Positive. Wir haben in der letzten Legislaturperiode es geschafft, dass der Haushalt der Deutschen Welle jedes Jahr um 15 Millionen Euro aufgewachsen ist. Das ist immer noch in Summe viel weniger, als die allermeisten Wettbewerber zur Verfügung haben. Aber es ist gut angelegtes Geld. Und insbesondere das Thema Russland, Belarus, also die russische Sprache, aber auch beispielsweise das Thema türkischsprachiges Programm und auch immer noch das Thema Polen und Ungarn mit einem Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit. Da ist viel erreicht und da haben Sie sich, wenn es uns gelingt, dass wir weitere Mittelaufwüchse hier in diesem Parlament hinbekommen, noch viel vorgenommen, wo es gut wäre, wenn es klappen könnte. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen will, ist das Thema Akademie. Ich habe ja das BMZ schon angesprochen. Die Deutsche Welle Akademie ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil der Deutschen Welle und ein sehr wichtiger Punkt. Sie hat sich, jetzt muss ich doch noch mal auf meinen Zettel schauen, sie hat sich ein wunderschönes Motto gegeben, was da lautet, freie Medien, freie Meinung, freie Menschen. Und genau in diesem Sinne arbeitet sie beispielsweise auch mit Deutschkursen, aber auch mit Workshops aller Art, mit Medienkompetenzentwicklung und natürlich auch mit Journalistinnen und Journalisten, die es in ihren Ländern haben, schwer haben, gemeinsam. Auch dieser Punkt ist segensreich und sollte unbedingt fortgesetzt werden. Wir werden Sie parlamentarisch weiter begleiten, kritisch auch. Kommen Sie jetzt aber bitte zum Schluss, Herr Kollege. Aber vor allen Dingen konstruktiv. Und als nächstes erhält das Wort für die SPD-Fraktion der Kollege Helge Lind. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Minuten läuft auf Rasia Adjin ein Beitrag, also auf einem der russischen Staatssender, in dem die Botschaft vermittelt wird, dass Deutschland den Willen bekundet hätte, 88 Panzer an die Ukraine zu senden und damit ganz klar der Weg zum Neonationalsozialismus beschritten würde, weil abgeleitet aus Numerologie 88 ein Verweis wäre auf Adolf Hitler und auf das achte Kapitel und ein Absatz mit 88 Wörtern in Mein Kampf. Das läuft gerade im russischen Staatsfernsehen. Wenn der Wahnsinn zur normalen Lesart wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann brauchen wir umso mehr die Stimme der Vernunft, den Text der Vernunft und die Sprache der Vernunft. Und diese Stimme, diese Sprache, dieser Text der Vernunft ist die Deutsche Welle. Und diese Stimme der Vernunft sitzt oben auch auf der Tribüne in Form einer Delegation unter Leitung von Peter Limburg. Danke Ihnen allen, dass Sie die Stimme der Vernunft sind. Wir brauchen Sie dringender denn je. Oft ist es ja so, dass man etwas, was selbstverständlich ist, nicht zu wertschätzen weiß. Und erst wenn es gefährdet ist, wenn es angegriffen wird, wenn wir den Gegensatz sehen, erkennen wir den Wert. Wir haben den Wert der Deutschen Welle schon lange erkannt, aber jetzt ist er uns umso bewusster geworden. Und spätestens in dem Moment, in dem durch die Verbote in Russland, durch Sanktionen, durch radikale Zensurmaßnahmen die Deutsche Welle und ihre Verkündung der vielfältigen nüchternen, journalistisch geprägten Wahrheit angegriffen wurde und die Deutsche Welle aber Wege gefunden hat, sich diesem Angriff nicht einfach zu beugen. Da wurde uns auch klar, was wir
an ihr haben. Es gibt von Petrarca, wir sind hier heute eine Kulturdebatte, deshalb machen wir heute auch noch lateinisches Programm, die wunderbare Arbeit De Remediis Utriusque Fortunae, über Heilmittel gegen beide Arten des Glücks, also Glück und Unglück. Und als solches werte ich auch ein Medium wie die Deutsche Welle. Sie ist ein Heilmittel gegen das vermeintliche Glück der Diktatur in mit einfachen Wahrheiten, mit klarer propagandistischer Linie. Und sie ist zugleich auch ein Heilmittel gegen das vermeintliche Unglück der Demokratie mit Kompromissen, mit Vielfalt von Meinungen, mit dem mühsamen Diskutieren, das wir ja auch hier im Parlament erleben. Genauso ein solches Heilmittel ist die Deutsche Welle. Und wir brauchen mehr denn je solche Heilmittel. Und die Deutsche Welle ist auch so etwas wie eine genuine Waffe der wehrhaften Demokratie gegen eine systematische Politik der Desinformation. Wir unterschätzen hybride Kriegsführung und wir unterschätzen auch oft die systematisch betriebenen Formen der Verunsicherung und der Desinformation, die jeden Tag unser Land erreichen, nicht nur im Krieg, sondern schon lange vorher. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, festzuhalten, dass die Deutsche Welle die Antithese ist zu Sputnik, zu Russia Today oder zu Rasia Adin. Und wir brauchen diese Antithese. Das verdient übrigens auch Applaus. Gleichzeitig erwähnen wir ja immer bei der Aufgabenbeschreibung vom Auslandssender, aber letztlich ist es ja ein globales Medienunternehmen, Deutsche Welle, die Vermittlung deutscher Werte, die Vermittlung deutscher Kultur, die Vermittlung deutscher Demokratie. Das Besondere ist aber, und das müssen wir uns, glaube ich, jedes Mal deutlich machen, dass in den vergangenen Jahrhunderten es oft ja so war, dass das Prinzip war, dass am deutschen Wesen die Welt genesen sollte, dass deutsches Auftreten ein solches der Arroganz war. Jetzt aber wird die Deutsche Welle wahrgenommen, und das bestätigen mir zahlreiche Menschen, ukrainischsprachig, russischsprachig, in Russland, Belarus, Ukraine, aber auch in Europa, in Deutschland. Jetzt wird diese Form der Kulturmittlung als eine solche der Pluralität, Diversität und der Demokratie verstanden. Und das ist etwas, worauf wir stolz sein können, denke ich. So ist im Übrigen auch das schnell aufgebaute Videoformat auf YouTube von DW Russian extrem erfolgreich. Man könnte sagen, ein Kracher. Die Aufrufzahlen sind immens. Es funktioniert ausgezeichnet. Und weil das so ist, ist unsere Aufgabe als Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht nur in netten Wortbeiträgen oder in ordentlichen Anträgen, sondern letztlich auch mit Geld unsere Wertschätzung auszudrücken. Deshalb wird im Ergänzungshaushalt auch die Unterstützung der Deutschen Welle enthalten sein. Und sie ist notwendig, gerade für den Bereich russischsprachig, ukrainischsprachig, Social Media, Stärkung der Redaktion. Aber wir brauchen auch, und dieses Commitment müssen wir alle miteinander eingehen, denke ich, einige werden es nicht wollen, das weiß ich schon, aber können wir ignorieren in dem Zusammenhang, wir brauchen eine strukturelle, kontinuierliche Steigerung auch der Budgets für die Deutsche Welle. Nur so ist sie konkurrenzfähig und so nur können wir auch mithalten mit BBC World und mit den anderen Stimmen der Freiheit und der Demokratie. Wenn wir auf die Deutsche Welle blicken, dann ist sie auch Teil natürlich der Gesellschaft. Es wurde angesprochen, die Diskussion über Antisemitismus und die Redaktion. Das Entscheidende ist aber der Moment danach. Und gefragt sind jetzt, und da sind wir gewiss auch anstrengend und fordernd, aber dann auch fördernd, ist Konfliktmanagement und ist neben allein dem Aspekt Antisemitismus der Umgang mit Diversität. Und das ist keine triviale Aufgabe. Eine partizipative Unternehmenskultur bedeutet auch gutes Konfliktmanagement, Diversitätsmanagement. Und das ist Teil der Aufgabenplanung und muss es auch sein. Wir werden das begleiten, betrachten, aber auch unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Freiheit und Demokratie von Informationen und wir wollen vor allem eines. Und das ist ja das Motto der Deutschen Welle und ich glaube, es ist ein kluges. Freie Information für freie Entscheidungen. Wir wollen nicht Sender und Medien, die Menschen vorschreiben, was sie zu denken haben, sondern wir wollen mündige Bürgerinnen und Bürger. Das gelingt der Deutschen Welle ziemlich gut, wie Bergische sagen würde, zumindest nicht schlecht. Dafür danke ich Ihnen. Wir haben unsere Arbeit zu tun und wir werden es. Vielen Dank. Und das Wort erhält für die AfD-Fraktion Martin Renn.
hochverehrtes Präsidium. Wir sprechen hier über die Aufgabenplanung der Deutschen Welle für die kommenden Jahre bis 2025. Direkt vorab, die Deutsche Welle arbeitet erfolgreich. Das kann und darf man anerkennen. Wenn man mal absieht von den antisemitischen Abirrungen, die auch vorkommen. Ich bezweifle nicht, dass sie auch zukünftig ihre Ziele erreichen wird. Und meine Vorredner haben das ja schon in den schönsten Farben ausgemalt. Als Vertreter der inhaltlich einzigen Opposition in diesem Hause ist das jedoch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, meiner demokratischen und parlamentarischen Kontrollfunktion nachzukommen, den Finger in die Wunde zu legen, wo es notwendig ist und gerade auch, weil Ihnen das nicht passt. Die Deutsche Welle überdehnt ihren Auftrag. Sie wendet sich, und das ist ein wörtliches Zitat, in allen Zielregionen und über alle Medien hinweg in erster Linie an Akteure der politischen Meinungsbildung, also an die Multiplikatoren. Diese Zielgruppen, also die Multiplikatoren, werden nicht adressiert, um dort unsere deutschen und europäischen Werte darzulegen und zu beschreiben, wie es dem gesetzlichen Auftrag entspräche, sondern um dort außenpolitischen Einfluss zu nehmen, um dort die jeweiligen Zivilgesellschaft in ihren Einstellungen zu verändern. Agitation und Propaganda. Agitprop. Nett ausgedrückt, um dort zu missionieren. Und wenn wir weniger nett ausdrücken wollen, um dort eine gewünschte politische Gesinnung und globalistische Ideologie herbeizuführen. Doch hallo! Just in dieser Woche haben wir in verschiedenen Ausschüssen des Hohen Hauses ein Dokument der EU behandelt. Behandelt, nein, wie das so üblich ist, wir haben es ohne Aussprache zur Kenntnis nehmen dürfen. Nämlich die Entschließung des EU-Parlaments mit dem Titel Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der EU gegen Desinformation. Ich zitiere mal kurz aus dieser Entschließung nur den ersten Erwägungspunkt, nämlich, Zitat, in der Erwägung, dass Einflussnahme aus dem Ausland einen schweren Verstoß gegen die universellen Werte und Grundsätze darstellt, auf denen die Union beruht. Und jetzt frage ich alle Anwesenden hier ganz direkt. Betreibt die Deutsche Welle nicht genau das, nämlich die Einflussnahme im Ausland? Schämen Sie sich nicht für diesen Ihren blanken Hochmut? Andere Nationen und Völker mit eigener Identität, die von Ihnen selbstherrlich und hypermoralisch als universell bezeichneten Werte aufdrängen zu wollen, umgekehrt aber jede Einflussnahme von außen als Desinformation regelrecht zu kriminalisieren und im Bedarfsfalle zu zensieren. Fällt Ihnen dieser unerträgliche Doppelstandard, diese Heuchelei, nicht selbst auf? Heuchelei, meine Damen und Herren, insbesondere hier von der CDU-Unionsfraktion, ist im Christentum eine Sünde. Und Superbia, der Hochmut und die Hoffart, ist die erste im Kanon der Todsünden. Sie ist die Königin aller Todsünden. Ja, das Generieren von Aufmerksamkeit und Wohlwollen für unsere deutschen und europäischen, auch christlich-abendländische Werte, ist unser aller Interesse. Es kann aber nur funktionieren nach dem Motto, oder nicht nach dem Motto, ich mache das, was ich machen will, und du darfst nicht das machen, was du machen willst, weil du im Unrecht bist. Unsere deutschen Werte, Deutsche Welle agiert nämlich so. Wir von der Alternative für Deutschland bestehen auf der strikten Einhaltung des Deutschen Wellegesetzes. Des Deutschen Wellegesetzes. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und ganz sicher wollen wir nicht, dass die Deutsche Welle zu einer ökosozialistischen, globalistischen Kampfmaschine wird, von der hier bereits sehr fest etablierten Korporatokratie missbraucht und entwertet wird. Ich danke Ihnen. Meinen Frieden gebe ich euch. Das Wort erhält für die FDP-Fraktion der Kollege Thomas Hacker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber
Peter Limburg, danke, dass Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen heute an unserer Debatte teilnehmen. Wir wissen um die aktuellen Herausforderungen für die Deutsche Welle in so vielen Regionen der Welt, besonders auch in Russland. Bitte richten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseren Dank aus für Ihren Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit als Stimme Deutschlands in der Welt. Herzlichen Dank. Wir leben in Zeiten großer Umbrüche, des Informationskriegen und fundamentalen Bewährungsproben für die Demokratiebewegungen. In diesem Umfeld ist ein leistungsfähiger deutscher Auslandssender mit einem unerschütterlichen Freiheits- und Werteverständnis unverzichtbar. Die staatliche Unabhängigkeit der Redaktionen, die hohen journalistischen Standards sind das Fundament für das Renommee und die Glaubwürdigkeit der Deutschen Welle. Als Ampel haben wir in unserem Koalitionsvertrag klar zur Deutschen Welle uns bekannt und zu einem Ausbau der Deutschen Welle Akademie. Der Ukraine-Krieg im Social-Media-Zeitalter mit all seiner medialen Dynamik lehrt uns, dass wir im Krieg der Narrative nur bestehen, wenn wir gerade die Deutsche Welle für die strategischen und digitalen Herausforderungen wappnen. Die traurige Realität dieses Jahres zeigt doch, dass die Deutsche Welle eine dauerhafte Perspektive des Reifens, des Wachstums braucht. Demokratische Werte lassen sich im kulturellen Dialog nur vermitteln, wenn sie gegen Deepfake-Videos und Bot-Armeen auch bestehen können. Sonst könnten wir gleich kapitulieren. Der Wandel der Mediennutzung von der Satellitenschüssel zum Smartphone ist dabei Fluch und Segen. So einfach Desinformationen heute einen menschlichen Nährboden finden, finden Menschen im digitalen Raum aber auch eine Alternative, um sich frei und unabhängig zu informieren. Über Messenger-Dienste lassen sich die schlimmsten Kreml-Lügen verbreiten, aber auch überzeugende journalistische Beiträge leidenschaftlicher Deutsche Welle-Reporter vor Ort. Gerade in den von Krisen und religiösen oder ethnischen Konflikten bestimmten Regionen braucht es eine weitere Perspektive. In diesen Regionen ist die Bevölkerung überdurchschnittlich jung und kommuniziert täglich mit ihrem Umfeld. Diese Realität bestimmt, was die Deutsche Welle mit ihrem Angebot leisten muss. Die Menschen sind auf der Suche nach verlässlichen Quellen, nach zielgruppengerechten und auch regionalisierten Inhalten. Die Deutsche Welle hat in den vergangenen Jahren bereits begonnen, ihr digitales Know-how kontinuierlich zu erweitern. Derzeit, wir haben es gehört, nutzen weltweit rund 289 Millionen Menschen wöchentlich die Angebote der Deutschen Welle. Wir wollen unseren Auslandssender dazu befähigen, dass es 2025 bereits 400 Millionen Menschen sein können. Dieses Ziel werden wir mit einer Fokussierung auf Broadcasting allein nicht erreichen. Damit die Menschen weltweit auch zielsicher zwischen Information und Desinformation unterscheiden können, Herr Renner, braucht es mehr Medienkompetenz und Resilienz. Hier leistet die Deutsche Welle Akademie neben der Ausbildung von journalistischer Expertise vor Ort eine hervorragende Arbeit. Mit ihren edukativen Angeboten ermöglicht sie nicht erst seit der Corona-Pandemie einen nachhaltigen und unverzichtbaren Beitrag zu selbstbestimmter gesellschaftlicher Teilhabe. Die Aufgabenplanung für 2022 bis 2025 ist eine stringente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges unter der Berücksichtigung der globalen Realitäten und Herausforderungen. Die Repriorisierung auf Schwerpunktregionen und der Aufbau neuer Standorte folgen klaren strategischen Kriterien. Dass Länder wie Russland, China oder Syrien auf der Prioritätenliste stehen und Sendeverbote in autokratischen Systemen Strukturveränderungen erfordern, ist eine logische Konsequenz. Konsequenz ist dabei auch, dass für eine Steigerung regionaler Kompetenz und Präsenz zusätzliche qualifizierte Ortskräfte gewonnen werden müssen. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass sich die Deutsche Welle in einer fortlaufend verändernden Wettbewerbssituation befindet. Journalistische Qualität und Relevanz brauchen daher auch finanzielles Entwicklungspotenzial. Die Deutsche Welle zeigt eine Alternative zu gelenkter Demokratie, zu Zensur und Repression auf. Sie vermittelt den Menschen einen alternativen Blick zu autoritären und totalitären Herrschaftsmodellen. Daher steht die Deutsche Welle auch vor besonderen Herausforderungen, kreative und technische Möglichkeiten zu finden, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Die Zielgruppen der Deutschen Welle in der digitalen, vernetzten Welt verändern sich. Nationale Grenzen verschwimmen immer mehr. Daher sollten wir darüber nachdenken, ob die Deutsche Welle nicht auch hierzulande daran mitarbeiten kann, für europäische
demokratische Werte bei all jenen zu werben, die bei uns leben, aber unsere Sprache noch nicht sprechen. Eines möchte ich zum Abschluss betonen. Die Deutsche Welle betreibt keinen Kulturimperialismus. Sie wirbt für unsere europäischen Werte, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit und Vielfalt. Vielen Dank. Und als nächstes erhält das Wort für Die Linke Dr. Petra Sitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden heute über die Unterrichtung durch die Deutsche Welle. Darin enthalten selbstverständlich die Aufgabenplanung. Diese wiederum musste durch die Ereignisse, die jüngsten Ereignisse von den engagierten Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Welle schon wieder neu bestimmt werden. Es musste reagiert werden. Und das war wirklich in den letzten Wochen eine Riesenherausforderung, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Putins Krieg in der Ukraine und das Ausschalten unabhängiger Medien in Russland führen uns eben gerade vor Augen, welche Gefahr Diktatoren, Autokraten, Kriegstreiber für unabhängigen Journalismus darstellen. Und es ist eben unsere Verantwortung, uns für die überall mehr und mehr unter Druck kommende Pressefreiheit auch überall einzusetzen, nicht nur vor der eigenen Haustür. Aber wir können sagen, die Deutsche Welle mit ihrem Auftrag spielt dabei eine wichtige Rolle und sie verdient unsere Unterstützung, sie verdient verlässliche Finanzierung. Allerdings erfordert genau diese staatliche Finanzierung auch von uns sehr viel Sensibilität. Wenn also die Außenministerin bezüglich der Zulassung von RT Deutsch sagt, dass man in Deutschland keinen staatlichen Rundfunk will, dann müssen wir auch wirklich darauf achten, dass die Staatsferne der Deutschen Welle gesichert wird. Wenigstens für die Unabhängigkeit ihrer Aufsichtsgremien sollten die gleichen Maßstäbe gelten, wie sie das Bundesverfassungsgericht für die Öffentlich-Rechtlichen bereits formuliert hat. Warum sage ich das? Würde die Deutsche Welle tatsächlich, wie von Ihnen hier behauptet, als Instrument von Regierungspolitik gelesen, dann würde das natürlich ihrer Glaubwürdigkeit erheblich schaden. Und vor diesem Hintergrund habe ich gestutzt, als ich den Bericht gelesen habe, dass jetzt nicht nur von politischer Bedeutung, sondern von geopolitischer Bedeutung gesprochen wird. Und wir werden natürlich auch darüber zu reden haben, was das konkret bedeutet, zumal es ja dort in dieser Unterrichtung auch verbunden wurde mit strategischen Entscheidungen der Deutschen Welle. Das mögen Nuancen sein, woran ich allerdings nicht glaube, aber sie weisen unter Umständen, deshalb sage ich, wir müssen sensibel sein, in eine Richtung, die wir eigentlich mit dem Auftrag nicht gedeckt haben. Zu den Antisemitismusvorfällen ist vorhin etwas gesagt worden. Ich denke, dass das, was im Ausschuss besprochen worden ist, vorgelegt worden ist von der Deutschen Welle, in der Tat auch dafür sorgen kann, dass es einen erfolgreichen, einen erfolgversprechenden Weg geben wird. Und bezüglich der strukturellen Probleme, die im Ausschuss bzw. in dem Bericht erwähnt wurden, dürfte ja auch für die Deutsche Welle eine Sicherung darin bestehen, dass die Arbeitsbedingungen permanent und weiter, so wie Sie es angekündigt haben, sensibel begleitet bzw. verbessert werden und dass die personelle Mitbestimmung auch noch stärker in den Fokus gebracht wird. Besten Dank. Und als nächsten Redner begrüßen wir hier vorn Michael Frieser von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Limburg hat schon sehr viel Dank heute eingeheimst, und deshalb mache ich es auch gleich am Anfang. Uns ging es vor allem bei der Frage Unstimmigkeit, bei der Frage aufgetauchter Vorwürfe, auf die klare Haltung hinzuweisen. Antisemitismus darf keine Chance haben. Dafür gilt es, Dank zu sagen, dass an dieser Haltung kein Zweifel aufkommt. Jeder, der auf der Welt
ob er nun ein Rundfunksender, ob er eine Sendeanstalt, ob er ein Unternehmen ist, der mit Hunderten, aber Hunderten von Menschen aus unterschiedlichen Nationen, Religionen zusammenarbeitet, wird tagtäglich auf Spannungen treffen. Und insofern geht es immer um die Frage, und da sind wir bei dem Thema, was sind denn eigentlich unsere Werte, die wir zu vermitteln gedenken? Frau Kollegin Sitte, wie sollen Sie denn sonst sein als geopolitisch, wenn wir im Ausland über die Fragen der Entwicklung dieser Welt und unsere Haltung dazu berichten, nimmt man selbstverständlich Einfluss. Es ist der Deutschen Welle überhaupt nicht verboten, durch öffentliche Meinung, aber eben objektiv auch Einfluss zu nehmen. Gerade das wollen wir ja, ansonsten bräuchte man auch keinen Sender. Es geht nicht nur um die Vermittlung von deutschen Werten und deutscher Lebensart, sondern eben gerade auch um die Stellungnahme und die Haltung deutlich zu machen. Und insofern ist es klar, und Herr Lind, ich höre die Botschaft sehr wohl, das bedeutet aber eben auch Verstetigung des Ansatzes und des Zuwachses der Mittel, und zwar am besten im Kernhaushalt und nicht im Nachtragshaushalt /34x, sondern da, wo es hingehört. Wir werden uns darüber sicherlich noch zu unterhalten haben. Die Frage der Unterrichtung, die uns anzeigt, Effizienzsteigerung bedeutet natürlich, dass der Wechsel vom linearen Content zum On-Demand-Content der Herausforderung der Zeit ist. Ich möchte den Altersdurchschnitt auch bei der Deutschen Welle gar nicht hören, die noch linear auf eine bestimmte Sendung warten, sondern der Normalfall ist eben, dass man etwas dann zum Abruf bringt, wenn einem danach ist. Und insofern gibt es auch eine Entwicklung unserer Zeit, mehr junge Leute mal mit hineinzunehmen und zu sagen, was ist denn eigentlich, haben Sie getan bereits bei der Deutschen Welle, was ist denn das, was die Zukunft für uns eigentlich bereithält und welche Wirkungsweise es haben muss. Diese Art von experimentellem Feld, das muss man, glaube ich, auch bei schmalen Geldbeutel für die Zukunft noch im Fokus haben. Und letztendlich, glaube ich, geht es mittlerweile auch darum, dass natürlich der Auftrag der Deutschen Welle im Ausland mittlerweile eine sehr starke Komponente nach innen hat. Wenn man tatsächlich Deutsche Welle on demand sehen kann, dann kann man das eben auch in Deutschland. Und wir geben mal in diesem Zusammenhang, darf ich darauf hinweisen, in ganzen Bevölkerungsgruppen, lassen Sie uns nur das Beispiel der Deutschen aus Russland nehmen. Es gibt ganze Bevölkerungsteile, die bisher in der Tat nur ihre staatlich beauftragten, diktatorisch potentatenartigen Sender hier gesehen und konsumiert haben. Wenn man es hier schaffen kann, auch mittels fremder Sprache einen Zugang zu schaffen in diese gesellschaftlichen Teile, eben auch als Rückfluss in Deutschland, nicht mit dem ursprünglichen Ziel. Aber wir müssen davon ausgehen, dass natürlich die Deutsche Welle hoffentlich mit ihren Inhalten sogar bei diesen Bevölkerungsgruppen tatsächlich ankommt. Insofern lassen Sie uns sagen, dieser Unterrichtung stimmen wir nicht nur zu und nehmen sie zur Kenntnis, sondern wir müssen uns selber fragen als Abgeordnete, machen wir das, was wir brauchen? Machen wir das, was wir tun können? Das ist einerseits die Verstetigung der Mittel im Haushalt, das ist andererseits sich raushalten aus der Frage der Inhalte. Insofern gilt auch hier die absolute Ungebundenheit der Medien. Und die entscheidende Frage ist aber schon die, können wir auch mehr Unterstützung durch das zur Verfügung stellen unserer Kontakte, vor allem im Ausland, nicht auch für die Deutsche Welle etwas tun, nicht nur für sie werben, sondern eben auch Verbindungen herstellen. Und dann bin ich der Meinung, glaube ich, so zumindest ist das, was wir an Feedback erreichen, das, was die Deutsche Welle wirklich machen muss, ein Bild der Deutschen mit ihrem Selbstverständnis in der Welt, mit ihrem Selbstverständnis bezüglich der Aufgabe und ihrer Wirkungsweise auch wirklich zu erreichen. Und dafür sage ich noch einmal herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Frieser. Da die Abgeordnete Rieh ihre Rede zu Protokoll gibt, kann ich die Aussprache hier schließen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1308 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 19, Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel CO2-Preis.